Ich möchte eigentlich eher über das Buch erzählen als vorlesen, habe ich mir gedacht, weil es irgendwie lebendiger ist. Sie können natürlich jederzeit unterbrechen oder Zwischenfragen stellen. Vor 70.000 Jahren hat das Gehirn vom Homo sapiens so eine Entwicklung gemacht, eine kognitive Entwicklung, und hat eine höhere Komplexität bekommen, dass es zum ersten Mal, jetzt kommt's, möglich war, dass wir etwas denken, was es nicht gibt. Und das ist die Geburtsstunde der Kultur. Weil in dem Moment, wo der Mensch Dinge denken kann, die es nicht gibt, beginnt er Dinge zu entwerfen. Er denkt sich das aus, er denkt sich das aus, Instrumente, ja, er wird eigentlich, also bis zu dem Moment hat er eigentlich den gleichen Impact auf der Erde gehabt wie jeder Vogel oder jeder Fisch. Vorher waren die Menschen halt Jäger und Sammler. Da war jeder für sich und in der kleinen Familie und er musste alles können. Die waren ja viel fitter als wir. Ja? Die haben viel bessere Sinne gehabt, die haben sich viel weitläufiger ernährt, die haben weniger gearbeitet wahrscheinlich, die haben eigentlich ein cooles Leben gehabt. Und wo eigentlich mein Buch beginnt, also dieses Buch hier, wieso gibt es überhaupt dieses Buch und was ist der Grundgedanke, also der Leitfaden von diesem Buch? Frage Nummer 1, warum konnte die Menschheit 2000 Jahre lang nicht wachsen? Ja? Es gab keine Verhütung, die Seuchen, ja, Seuchen waren ganz wichtig, Hunger, ja, Kriege war sie nicht, weil die ärgsten Kriege waren eigentlich im 20. Jahrhundert, aber sicher auch ein Teil davon. Und Frauen hatten im Schnitt 5 bis 10 Kinder, aber wenn die Bevölkerung stabil ist, dann nennt man das eine Fertilitätsrate von 2,1. Also gut, also 2000 Jahre lang kein Wachstum. Und auf einmal, was ist jetzt passiert? Was passierte dann 1700, 1800, 1900, was ist da passiert? Warum auf einmal diese schnelle Übergangsphase in ein schnelles Wachstum? Da gibt es ganz viele Erklärungen dazu. Das ist sicher nicht monokausal. Ja, also es ist ein Industriezeitalter, das beginnt. Das heißt, man kann auf einmal wesentlich mehr Nahrung herstellen, effizienter. Man kann die Nahrung haltbar machen. Und es entwickeln sich auch Nationalstaaten. Warum nimmt auf einmal die Fertilität auf der Welt ab? In fast allen Ländern. In den 60er Jahren war sozusagen die steilste Kurve bei der Bevölkerung, der Babyboom sagt man dazu. Aber dann flacht es ab und in Singapur ist die Fertilitätsrate unter 1 und bei uns ist glaube ich 1,4, 1,5. Und dann habe ich mir überlegt, wie wachsen denn andere Lebewesen? Aber dann überlege ich mir zum Beispiel eine Bakterienkultur. Es gibt ein Kapitel, das heißt Quorum Sensing. Und dann schaue ich mir an, wie wachsen denn Bakterienkulturen? Denken wir sind jetzt eine Bakterienkultur und die wachsen auch ewig nicht. Die haben aber meistens wachsen sie nicht so besonders. Und wenn dann besonders tolle Bedingungen sind, dann wachsen sie exponentiell an. Das ist die sogenannte logarithmische Phase. Und dann gehen sie in eine stationäre Phase über. Aber da gibt es eine Amerikanerin, die heißt Bonnie Bassler. Die hat ein Phänomen entdeckt in Bakterien. Das heißt Quorum Sensing. Das heißt, Bakterien können ihre Populationsdichte messen. Und zwar ist es ein ganz einfacher, banaler chemischer Prozess. Also wenn Bakterien wachsen oder auch nicht wachsen, sie scheiden einen kleinen Stoff aus, ein kleines chemisches Molekül mit dem Namen Homoserinlacton, aber das ist egal, wie das heißt. Aber dieser Botenstoff wird einmal ausgeschieden. Sind wenige Zellen da, gibt es wenig von dem Botenstoff im Medium. Wachsen die Zellen immer dichter an, gibt es immer mehr von dem Botenstoff. Und dieser Botenstoff, aber in einer bestimmten Konzentration, geht zurück in die Zelle hinein und schaltet dann die Aktivität von Genen. Ja, und dann tun sie ihr Wachstum sozusagen einbremsen. Das heißt, es gibt in der Natur kontrolliertes Wachstum. Auf einer ganz kleinen, einfach chemischen Art, wo die Gene sozusagen kontrolliert werden, ob sie wachsen sollen oder nicht. Jetzt stelle ich Ihnen die Frage, glauben Sie, dass unsere Zellen das auch haben? Können unsere Zellen wuchern und ewig wachsen, oder gibt es bei uns kontrolliertes Wachstum? Ja.